Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin die Mira und ich wollte heute HelloFresh kochen. Und wenn euch HelloFresh auch gefällt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos, außerdem verpasst ihr dann keine weiteren Gerichte von mir. Und ich habe mich heute entschieden für Schweinefilet mit Honig-Thymiansoße. Ich zeige es euch mal ein bisschen länger rein. Also so sieht es aus. Finde ich richtig, richtig lecker. Wir mussten dafür 1 Euro pro Portion, also 2 Euro für 2 Personen, mehr bezahlen wegen dem Fleisch. Fleisch sieht aber auch wirklich immer gut aus bei HelloFresh. Ich erkläre es euch ganz kurz. Ich habe es im Unboxing, glaube ich, ein bisschen länger erklärt. Also hier findet ihr alle Zutaten zu diesem Teller, zu diesem Rezept. Sehr, sehr schön. Könnt ihr nochmal kontrollieren, ob wirklich alles angeliefert worden ist. Da arbeiten ja auch nur Menschen. Und auf der Rückseite ist das komplette Rezept abgedreht. Und ja, mit schönen einzelnen Schritten gegliedert, mit Bildern, damit es auch der letzte Idiot versteht. Ja, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen bei HelloFresh, muss ich schon mal sagen. Und ja, 800 Kalorien hat das Rezept, dauert 30 bis 40 Minuten. Hier steht noch am Tag 5 kochen, also die gliedern euch das alles auf. Also man kann da wirklich gar nichts mehr schief laufen lassen. Ja, wir haben das Ganze mit einem Coupon bekommen. Und damit ihr auch ein bisschen sparen könnt, habe ich euch was in der Infobox verlinkt. Könnt ihr gerne nutzen. Und ja, dann geht es direkt los. Ich hole mir die Zutaten raus. So, also nicht verwechseln, das hier oben sind Sachen, die sowieso immer auf meiner Ablage stehen. Wir hätten hier einmal das Schweinefilet, das sieht wie gesagt sehr, sehr gut aus. Buschbohnen sehen auch gut aus. Es ist jetzt halt auch schon Tag 5, ne? Sieht man den an, aber am ersten Tag sahen die wirklich richtig, richtig super aus. Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, mit den Gerichten zu kochen. Eine Süßkartoffel, ja, ich glaube, da werden locker 2 Personen von satt. Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe. Achso, Thymian habe ich nicht ausgelegt. Hier ist noch die Gewürzmischung drin. Einmal Honig, das kommt hier immer angeliefert. Smoky Paprika, also geräuchertes Paprikapulver. Da freue ich mich schon richtig drauf. Gemüsebrühe und einmal Butter. Kommt hier auch so richtig süß verpackt an. Ja, das waren alle Zutaten und jetzt geht's ans Schnüppeln, würde ich sagen. So, was müssen wir denn als erstes tun? Die Süßkartoffeln, das hasse ich hier immer ganz ehrlich. Schälen und in 1 cm breite Scheiben schneiden. Süßkartoffelscheiben auf einem Backblech auslegen. Ja. Also Süßkartoffel ist echt eine Qual. Wenn ich das nicht mit HelloFresh machen würde, dann würde ich die backen, bis sie weich ist und ja, dann wie eine Pellkartoffel im Nachhinein schälen. Das ist echt eine Quälerei. Ich hole mal Schäler, Sparschäler. So, Riesensauerei. Aber ich habe sie geschafft. Ich mache jetzt erstmal sauber. So, ich hole mal schon mein Blech raus. Süßkartoffel schälen, Zentimeter breit. Also dieses geräucherte Paprikapulver, das riecht extrem stark. Salz und Pfeffer auch noch. Also die Süßkartoffelscheiben habe ich hier auf dem Backblech alle rübergelegt. Habe ich kurz mit ganz wenig Öl bestrichen, dieses geräucherte Paprikapulver drauf gemacht. Das riecht übrigens extrem stark. Also ich mag das total. Und ein bisschen Salz kommt darauf und ein bisschen Pfeffer. Und Pfeffer mache ich jetzt. So. Und ich soll hier noch Platz lassen für das Fleisch. Ich muss jetzt aber noch weiterlesen, wie es geht. Genau. 22 Minuten backen, weich bis goldbraun. Auf der mittleren Schiene. Ja, dann stellen wir das mal in den Ofen. So, was machen wir denn als nächstes? Gemüse vorbereiten, Zwiebel abziehen und in Ringe schneiden. Ich habe jetzt nur noch Halbringe, aber es wird ja trotzdem schmecken. Buschbohnen schneiden und Bohnen halbieren. So, ist mir sehr, sehr viel Thymian. Ich habe das jetzt gerupft, das ist schon eine ganze Menge. So, das ist der Müll, die Stiele, die kann man ja eh nicht essen. Ich habe hier noch eine Knoblauchzehe geschält. So, und jetzt einmal Wasser aufsetzen mit der Gemüsebrühe. Das nehme ich für die Bohnen, damit die schon mal ein bisschen vorgegart werden. Meine Brühe kann jetzt hier warm werden, die braucht noch ein bisschen, bis der Ofen soweit ist. Ansonsten habe ich hier so selbstgemachtes Knoblauchöl, das benutze ich einfach. Großzügig steht da drin. Und wir sollen das Fleisch auspacken, waschen, salzen, pfeffern und von jeder Seite 2-3 Minuten scharf anbraten. Oh ja, das sieht schon gut aus. Zeitlich passt es ganz genau eigentlich. Also ich musste ja jetzt 6 Minuten anbraten und dann noch 10 Minuten in den Ofen zu Ende garen. Ich kann die aber auf den Süßkartoffelpommes
Blech mit rauflegen. Ich denke, das passt halt nicht genau, weil dann noch die Kartoffel noch 10 Minuten brauchen und das Fleisch auch noch 10 Minuten zum Durchziehen. Ich denke, das ist ganz gut getimt alles. So, das Fleisch sieht gut aus. Ich lege das mit runter zum Blech. So. Und mit derselben Pfanne können wir hier gleich weiterarbeiten. Da kommen als erstes nämlich die Zwiebeln dazu. So. Auf jeden Fall. Und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Und die Bohnen dazu. So, und theoretisch jetzt einmal kurz 10 Minuten köcheln lassen. Dabei kann man ein bisschen aufräumen jetzt. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Essen ist fertig. Ein Teller noch. Der andere Teller muss noch gemacht werden. Ja, was ich schon mal sagen kann. Ich habe es eben erst gecheckt. Wir sollten noch die Bohnen dazu, die Zwiebeln dazu tun. Und hier auf dem Scheißbild haben sie das getrennt gemacht. Und ja, ich pull die Zwiebeln jetzt hier aus den Bohnen nicht mehr raus. Ja, und mein Fleisch ist nicht mehr rosa. Naja, okay. Aber es schmeckt ganz gut. Ich habe schon ein bisschen genaschtes Fleisch. Wir werden das gleich aufessen. Ne, Osak? Es riecht ganz doll. Toll auch nach diesem geräucherten Paprikapulver. Also das mögen wir. Wir haben das hier auch. Genau. Hier ist unser geräuchertes Paprikapulver. Also kann man nicht so extrem viel von nehmen, ne? Aber es schmeckt schon sehr, sehr gut in Gerichten. So gerade, wenn man jetzt keinen Grill hat, dass man dieses Raucharoma dann nochmal so extra reinbringt, finde ich nicht schlecht. Ich finde, es sieht sehr, sehr lecker aus. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ja, Osak hat sich jetzt auch aufgetan. Wir kosten das Ganze erstmal und dann gibt es gleich ein Feedback. So, jetzt haben wir schon alles aufgegessen. Also, Schweinefilet. Osak, wie war's? Mir hat es sehr, sehr lecker geschmeckt. Ich muss sagen, ich fand das sehr, 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 sehr lecker. Denn ich mag generell Schweinefilet und die Butterbohnen haben sehr gut geschmeckt. Und auch die Süßkartoffel fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ja, also so vom Geschmack her, also süßkartoffelig halt. Ja. Also die Frage ist ja, vom Preis her, wärst du das jetzt wert gewesen so? Ja, ich denke schon, dass man das auf jeden Fall sich mal gönnen kann, wenn man möchte, sage ich jetzt mal. Ist halt auch Schweinefilet ja mit drin. Und ja, es sind quasi Restaurantpreise. Also jetzt nicht hochpreisiges Restaurant, sondern so untere Mittelklasse Restaurantpreise. Ja. Also ist schon ordentlich, wir mussten ja noch 2 Euro extra bezahlen. Ja, muss man sich wirklich überlegen, ob es das wert ist. Das Geld bewerte ich jetzt aber nicht, weil wir haben das sowieso mit einem Gutschein bekommen. Und ja, ansonsten, ich fand es auch recht lecker, muss ich sagen. Ich mochte die Bohnen und die Süßkartoffeln. Ja, das war eine richtig gute Mischung, wobei ich mir persönlich nicht so viel Süßkartoffeln auf den Teller getan hätte. Ja. Das war schon extrem, weil die war wirklich richtig, richtig groß, die Süßkartoffel. Also die Portionen von HelloFresh, die sind echt zum Sattwerden auf jeden Fall. Aber... Ja, ich hätte mir noch so eine Soße gewünscht, so ein bisschen, aber... Das war bei den Bündchen. Ja, da war ja die Butter mit dabei, aber so eine richtige... Honig, Butter, Salz, vielleicht Butter. Noch ein bisschen mehr Soße. Mehr Soße? Ja. Ostsee oder... Nein, Soße, nicht Soße. Ostsee... Na, du hast mehr Soße. Mehr Soße. Jetzt hat er's. Okay. Schäme mich. Okay, super leckeres Essen. Wenn euch HelloFresh gefällt, abonniert mich gerne, dann verpasst ihr keine weiteren Sachen von HelloFresh. Rabattcode ist unten in der Infobox verlinkt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ciao.